Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und heute probieren wir mal den neuen Spielmodus auf Goggle HD aus. Und zwar ist das Flag Wars. Möchtest du mir vielleicht aus dem Bild stehen? Okay. Also, ja, das liegt daran, dass ich momentan noch nicht auf meinen Server kann, weil die da ein Update haben und alle Server gelöscht wurden. Heißt nicht gelöscht, sondern einfach runtergenommen, die werden bald wieder drauf sein. Also ich hoffe, dass ich im nächsten Video darauf spielen kann. Und ja, also wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, ist mein Adventskalender jetzt vorbei, Leute. Das liegt daran, dass Weihnachten gewesen ist. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Fest. Und ja, so, dann fangen wir jetzt aber mal an, Leute. Flag Wars neu. Da suchen wir mal. Ich möchte gerne in einer Map. Ich spiele lieber auf einer Map, nicht mit solchen Leuten. Okay. Schneller Shop. Anleitung. Okay. Teamauswahl. Schade. Dann nehme ich Team Gelb. Und Kit-Auswahl. Ja, hier habe ich halt noch nichts gekauft. Ja, wir gucken mal, wie das Ganze funktioniert. Und ja. Gut. So, dann warten wir mal. Jump'n'Run gibt's wie überall. Also, ich habe das jetzt auch noch nicht angespielt. Also, ich habe keinen Plan. Ich versuche das einfach mal, würde ich mal sagen. Okay. Goldspawner. Haben wir hier. Sieht aus wie Bed Wars. Ähnlich. Und irgendwo hier ist anscheinend eine Flagge, die man zerstören muss. Ich gucke jetzt erstmal. So, eben wie gesagt, ich habe das noch nicht gespielt. Ah, jetzt kommt eine Flagge. Jetzt ist die Frage. Ah, der Grüne hat jetzt die Flagge. Und ich muss den jetzt die Flagge klauen, würde ich mal sagen. So, hier einmal ein bisschen Rüstung. Sonstiges, was gibt's hier nicht? Was gibt's hier noch? TNT, Blöcke. Leben, komm mal, das Lieblingsblock. Da nehme ich mir mal noch eine Eisenspitzhacke mit. Und hoffe, dass hier noch ein Gold mehr spawnt. Dann kann ich mir nämlich ein Diamantschwert holen. Okay, jetzt hat Team Leader die Flagge. Und dann hole ich mir mal ein Diamantschwert. Also so vom jetzigen. Team Lila hat die Flagge. Okay. Lila hat die Flagge abgegeben. Da kommt einer. Hilfe. Ich mach mal einen auf Rückzug. Ah.
Ja, jetzt baut die Flagge wieder in der Mitte. Okay. Also das Prinzip vom Spielmodus ist, glaube ich, noch ziemlich gut. Jetzt habe ich die Flagge. Okay. Ja gut, das liegt jetzt daran, dass ich in PvP nicht der Beste bin. Okay, jetzt ist die Frage. Okay, ich kann jetzt weiterspielen. Super. Jetzt kann der andere die Flagge wiederholen. Ja, okay, das macht Sinn. Gut, ich glaube, ich habe dann den Spielmodus begriffen, ohne dass ich die Anleitung gelesen habe. Jetzt hat Pink die Flagge. So, dann hole ich mir mal hier ein bisschen Rüstung. Jetzt haben die Grünen wieder die Flagge. Jetzt hat Türkis die Flagge. Bogen kostet. Ich kann ja schon mal Bogen 1. Weil wie viel kostet er? 3 Gold. Dann kann ich ja jetzt mal warten. Aber jetzt ist die Frage, jetzt sind die Bogen eigentlich unendlich. Das habe ich jetzt gar nicht gelesen. Nein, sag aber. Okay, sieht nicht danach aus. Dann werfe ich den Pfeil mal weg. Und ich hole mir dann ein paar Blöcke, was so schön ist. Okay, jetzt habe ich. Der Grüne hat jetzt die Flagge wieder. Der da hinten. Den schnappe ich mir noch einmal. Ich baue mich jetzt. Meine Güte, wie hoch hat der sich denn gebaut? Ich nehme mal sein Gold mit. Guck mal. Ein Schwert brauche ich nicht. Nahrung. Wäre nicht schlecht. Du hast halt kein Schwert, ne? Wer hat denn jetzt die Flagge? Ah, die spawnt dann in. Okay, das heißt, wer jetzt am schnellsten in der Mitte ist, der kriegt die Flagge. Ich werde es definitiv nicht sein. Also, dann nehmen wir hier noch ein bisschen. Ja, das reicht. Und Eisen euch die noch. So, ein Gold, eben noch ein Gold. Jetzt, ja, danke. Also, das Tierschwert würde ich mir holen. So, und dann noch Blöcke. Nahrung.
Team Lila. Jetzt hat der die Flagge schon wieder. Oh, verdammt, das war knapp. So, wo ist der Lilane? Okay. Na gut, Team Lila hat gewonnen. GG. Und ja, es gibt auf jeden Fall gut Coins, wie man hier sehen kann. Und ja, dann war's das von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!